Der. Er schneidet das. Er schneidet er sowieso raus. Ja, ja, ja. Unterschied, ja. Daniel ist, der ist einfach wunderbar. Der macht das so auf so einer lustigen, leichten Art. Authentisch. Witzig, spritzig. Einfach. Ja, wow, wunderbar. Ganz hin und weg von Daniel. Ja, also wie er es macht. Ich heiße Helena Belcher, bin 31 Jahre alt, bin Mutter von zwei Kindern, ein Sohn, der ist 11, eine Tochter, die ist 13 Jahre alt und ziehe die seit ein paar Jahren alleine groß. Genau, von Haus aus bin ich Theaterpädagogin, Erlebnispädagogin. Ich bin seit anderthalb Jahren so auf der Suche, was ich denn noch tun kann und habe dann eben so ein bisschen Coaching-Kurse gemacht und so. Und ich dachte mir, ja, das hört sich jetzt alles spannend an, das ist super, aber es ist nicht das, was ich eigentlich will. Das ist es nicht. Und ich dachte, okay, und jetzt setze dich mal hin und such's nochmal. So, und ich weiß nicht wie, aber schwuppdiwupp war eben auf dem Bildschirm IPE drauf. Und ich dachte mir so, das hört sich jetzt aber alles auch, also es ist jetzt gerade mal irgendwie komisch, ne? Das kann nicht sein, dass es sowas gibt und so. Und dann dachte ich so, okay, ich schaue es mir an. Und es hörte sich aber so einfach an alles, ne? So in Anführungszeichen, so einfach. Ich dachte mir, ja gut, es muss ja nicht immer irgendwie schwer sein und jahrelang dauern und so weiter und so fort, sondern es darf auch mal ganz kurz und bündig sein. Ich dachte mir, das ist eigentlich genau das, wo nach ich praktisch schon die einfach schon seit langem suche und habe das dann kurzerhand gebucht. Ich würde es wie eine Achterbahn beschreiben, also selber, ne? Dass man so mit Höhen und Tiefen und man, ja, eben wie eine Achterbahn und die Erfahrungen sind, dass ich so von Tag zu Tag so, ich denke so, boah, das kann man tun und so einfach ist ja super. Denk mir, ist super. Am zweiten Tag dann wieder, jetzt kommt noch mal was Besseres. Boah, ist ja genial. Und es steigert sich. Also es kommt wirklich so von Tag zu Tag immer noch so eine schönere Sache dran. Und wo man einfach so spürt und merkt, dass das, es ist einfach so menschennah. Es ist so menschlich. Und das finde ich so. So wunderschön und es ist eigentlich so einfach, in Anführungszeichen. Ja. Und das Schöne ist, dass ich das, was ich jetzt hier in diesen Tagen eben lernen durfte, dass ich das weitergeben kann und auch wirklich, wirklich will. Und das brennt da richtig drin. Also jetzt will ich richtig raus und sagen, wow, Leute, ich weiß was und ich kann das und ich mache das. Die Seminaratmosphäre ist leicht, locker, lustig. Es ist so ein Lernen nebenbei. Und eines der schönsten Sachen ist so, dass man danach eben einfach auch nichts tun muss, sondern dass sich so der ganze Stoff praktisch während dem Schlaf dann und so weiter, so danach dann so Tag für Tag eben an den richtigen Ort so fällt und man so immer so jeden Tag so mehr so merkt, ey, das fügt sich ja alles und es geht irgendwie so von ganz alleine und das ist so neu total, weil es ja sonst immer heißt, lernen, büffeln zu Hause und so, aber nein, du darfst ja einfach sein, erleben, tun, üben und dann einfach auch mal nichts tun abends und es fällt trotzdem alles eben an seinen Platz.